Guten Morgen und willkommen zu meinem neuen Video hier auf meinem Kanal. Die Vorbereitung für den Frankfurt-Marathon hat begonnen. Ich bin jetzt in Woche 2. Heute steht der Long Run auf dem Programm. Eigentlich wäre ich heute 22 Kilometer gelaufen. Da ich aber letzte Woche schon 22 Kilometer gelaufen bin, laufe ich heute 24 Kilometer. Und es ist schon gut warm heute Morgen. Ich bin mal gespannt, wie es läuft. Und ja, ich mache mich jetzt mal los. Everybody get on the dance floor. Oh, 7 Kilometer habe ich gleich. Heute ist es echt sehr anstrengend. Ich glaube, ich bin echt ein bisschen zu spät losgelaufen. Es ging aber heute leider nicht früher. Ja, und jetzt muss ich halt wohl oder übel durch die Mittagssonne laufen. Aber das kriege ich auch hin. Ich nehme einfach ein bisschen Tempo raus. Werde viel trinken und werde wahrscheinlich zwischendurch mal eine kleine Pause machen, immer wieder. Ich laufe sonst eigentlich immer ohne Pause, aber wenn das jetzt so warm ist, dann werde ich es wahrscheinlich dann ausnahmsweise mal so machen. Kilometer sind geschafft. Ich bin eben ein kleines Stück durch die Sonne gelaufen in Richtung Boppard, also rein aufwärts. Ja, aber in der Sonne war es echt sehr, sehr warm, obwohl ich eigentlich keine Probleme habe mit dem Wetter. Aber so durch die pralle Mittagssonne zu laufen, ist dann doch ein bisschen anstrengend. Muss dann ja doch nicht unbedingt sein. Und deswegen bin ich jetzt wieder zurückgelaufen. Ja, und ich bin jetzt hier in so einem wunderschönen Waldstück. Das ist hier so ein Rundkurs. Und jetzt laufe ich hier noch ein paar Kilometer, weil hier sind wirklich sehr, sehr angenehm. Und ich muss auch gleich mal meine Trinkblase auffüllen, weil ich habe meine komplette Trinkblase fast schon leer getrunken. Ich glaube, da waren 1,5 Liter drin oder so. Ich habe jetzt noch 11 Kilometer und dann bin ich fertig mit dem Lauf. Kilometer sind gleich geschafft. Ich habe mir eben überlegt, ich höre nach 23 Kilometern auf. Ja, es ist wirklich super warm, wärmer als ich dachte. Ich bin letzten Sonntag auch irgendwie um die Uhrzeit gelaufen. Da war es, glaube ich, sogar noch wärmer, aber es war da irgendwie gefühlt nur halb so anstrengend, obwohl ich auch viel, viel schneller gelaufen bin. Ja, aber liegt halt mal an der Tagesform, dann ist meine Tagesform halt heute mal nicht so gut.
ist auch nicht schlimm. Hauptsache, ich ziehe dann die 23 Kilometer durch. Und ja, ich laufe jetzt hier noch das Waldstück zurück und dann laufe ich Richtung Deutsches Eck. Und dann ist Feierabend für heute. So, 23 Kilometer bin ich jetzt gelaufen und bin jetzt ehrlich gesagt schon froh, dass es vorbei ist, weil es war jetzt so die letzten 2 Kilometer, die haben sich echt gut gezogen und es war wirklich sehr, sehr anstrengend. Ich werde auch wirklich nächste Woche wieder früher loslaufen, also wieder so um 8, 9 Uhr spätestens. Aber es hat wirklich trotz allem sehr viel Spaß gemacht. Ich liebe es hier einfach bei diesem Wetter zu laufen, ich liebe den Sommer generell. Ja, von daher hoffe ich, dass der Sommer uns noch recht lange erhalten bleibt und nächste Woche sind dann ungefähr 25 Kilometer geplant, die ich laufen will. Und ja, das war es jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video doch gerne mal einen Daumen nach oben. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert ihn jetzt. Dann verpasst ihr auch in Zukunft kein Video mehr von mir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.